Ich sage ja. Ich sage ja. Ich sage ja. Na, was ist denn jetzt passiert? Irgendwer hat mich eben geschubst. Es ist doch nicht zu sagen, dass der Mensch so unwahrscheinlich dämlich sein kann. Wer ist denn nun dein Auserwählter? Das ist er. Tochter, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so stolz gewesen wie heute. Ich... Nein! Aber Diddy, was hast du denn nur? Nein! Ich wiederhole, nein! Tausendmal nein! Hör zu, solange du nicht wieder zur Besinnung kommst, schließe ich dich ein und lass dich aus dem Zimmer hier nicht wieder raus. Was tust du denn da?
Ich mache da die Fliegen tot. Ach, jetzt ist die Hochzeitstorte hin. Das ist doch... Hallo? Es ist was ganz Schlimmes passiert. Entschuldige bitte einen kleinen Moment. Hallo, was ist denn, du Blume meines Herzens? Ich sagte Vater, dass wir beide heiraten wollen. Er war einverstanden, nur als ich ihm deine Fotografie zeigte, da explodierte er. Er hat mich in meinem Zimmer eingesperrt und mir verboten, dich jemals wiederzusehen. Oh, was sollen wir denn nur tun? Das ist doch schon vollständig klar. Wir entführen dich. Ach, wie romantisch. Hör gut zu, Darling. Sei bereit zur Entführung um Mitternacht und überlass alles andere mir. Ach, oh, Oliver. Auf Wiedersehen, du Herzliebchen. Auf Wiedersehen, du Apfelbäckchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kann ich denn nicht wenigstens einmal mein Privatleben haben? Gut. Wenn du sowieso alles mitgehört hast, dann musst du mir auch helfen. Was hab ich denn damit zu tun? Was du damit zu tun hast? Du bist doch Trauzeuge bei uns. Also hör zu, was du tun sollst. Du holst ein geschlossenes Auto, kommst damit zu Dulcis Haus um Mitternacht, während ich selbst alles andere arrangieren werde. Nichts ist leichter als das. Geben Sie mir... Was tust du jetzt? Was du tust? Ich bestelle uns ein Taxi. Nein, 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 oh nein! Verstehst du das denn nicht? Es geht doch um ihre Entführung. Kein Mensch darf etwas davon erfahren. Wir sind doch die streng geheimen Verführer. Geheimen Verführer? Ja, natürlich. Ganz geheime End- und Verführer. Hast du verstanden? Hole ein Auto, das wir selber fahren können. Was ist passiert? Ich verbrenne! Tu doch etwas, um mir zu helfen! Komm her. Ah! Hallo, Schätzchen. Stanley kommt gleich mit einer Limousine. Oh, wundervoll.
Wo habt ihr eine Leiter? Im Hof, in der Garage findest du sie. Oh, ich komme sofort wieder. Ja, bitte. Sie wünschen, Sir? Ich suche Mr. Hardy. Hardy? Ja, er ist hier, um durchzubrennen mit seiner Dulcinea. Durchzubrennen? Hilfe! Ach, komm her! Bist du denn noch zu retten? Wo steht das Auto? Gleich um die Ecke dort. Beeile dich, Liebling, wir sind entdeckt. Gib mir dein Gepäck. Hallo, Dulci. Okay, weg, du. Verzeihung, Sir. Da ist ein Mensch an der Tür und kündigt eine Entführung an. Oh! Oh! Schnell, mein Mausendrock, schnell! Wirf deinen Koffer runter! Hilf mir einpacken. Gib mir das. Haha, der Vogel ist ausgeflogen. Oh. Oliver! Schätzchen! Oh. Oh. Noch nicht! Halt! Ich verbiete diese Entführung! Oh, oh, oh. Oh, das ist dein Vater! Was hast du dir bloß gedacht, so ein kleines Auto zu mieten? Steig ein, Bibi, komm mit! Sitzen. Ja. Rutsche noch etwas, jetzt komme ich rein. Wartest du noch? Steig ein! Ja.
Willst du dich nicht endlich mal richtig hinsetzen? Wo ist der Koffer? Mein Koffer! Oh. Wirst du dich endlich nach hinten setzen, damit ich den Koffer reinholen und das Auto anlassen kann? Was wollt ihr hier so spät? Was wollen wir hier? Wir wollen beide heiraten. Oh ja, wir wollen beide heiraten. Nicht wir beide, sie und ich. Nicht wir beide, sie und ich. Was denn? Also was ist nun? Also was ist nun? Also was ist was? Also, was ist was? Was wollen Sie eigentlich von uns? Was wollen Sie eigentlich von uns? Sage ihr, wir wollen uns heute verheiraten. Wir wollen uns heute verheiraten. Ben, hier unten ist ein Paar, das heiraten will. Ist gut, ich stehe sofort auf. Er steht sofort auf. Wer? Der... Wer? Was nun? Also was ist nun? Also was ist was? Was hat sie gesagt? Wer? Komm, Schätzchen, lass uns aussteigen. Sie sind hier, Ben. Freut mich, Sie zu sehen. So. Sind Sie hier, um diese Frau zu Ihrem gesetzlich angetrauten Weibe zu nehmen? Wer ich? Nicht du, er meint mich. Nein, angesehen hat er mich. Ja, Sir. Jetzt frage ich Sie, nehmen Sie diesen Mann zu Ihrem gesetzlich angetrauten Ehemann? Ja, Sir. Und so erkläre ich Sie feierlich als Mann und Weib. Ich gratuliere, mein Freund. Ihre Frau ist das niedlichste kleine Mädchen in der ganzen Welt. Mit Ihrer freundlichen Erlaubnis küsse ich die Braut. Benimm dich! Ich